Ja, euch wird dann weiterer Klatsch zuteil, weitere Haare, die gefärbt werden. Was man eben an so einem Zartag tut, man fragt euch nach Neuigkeiten, nach dem Alten, lasst euch viel erzählen, wenn ihr denn erzählen wollt. Gebt euch noch weitere Tipps mit, sowas wie Rezepte für einen Hochzeitskuchen und wie es denn dem Onkel geht in Kuntium. Und wenn man ihn nicht kennt, dann soll man ihn auch kennenlernen. Er wohnt in dem und dem Viertel. Und dann, ja, weitere Dinge, die man eben über den Klatsch austauscht. So ziemlich generisches Zeug. Wollt ihr hier heute irgendwas tun, außer den Zartag zu feiern, euch auszuruhen? Im Laufe des Tages verschwindet Marzipan, der Eukulizaner, und kehrt dann mit einem riesigen Tier zurück. Eine Maraske. Eine Mischung aus Spinne und Skorpion, die furchtbar groß ist. Himmels Willen. Wird dann am Rand des Dorfes unruhig umhertickern, mal auf den Plantagen herumlaufen, von der einen in die andere Richtung, aber sich quasi wenig bewegen, also am Rande des Dorfs bleiben und dort dann warten, wenn man so will. Gian. Ja. Ihr seid euch sicher, dass wir uns von einem derartigen Tier durch den Dschungel leiten lassen können? Ich bin mir sicher, die Eukulizaner haben irgendwie gelernt, mit ihnen zu agieren. Vertraue dem Mann. Ferdows wird den Abend über nach und nach seine Scheu verlieren, das Vertrauen zu den Leuten hier gewinnen und immer mehr mitfeiern. Und ich weiß nicht, haben die alkoholische Getränke da? Ja, auch hier bekommst du selbstgebrannte Offenbarung der Zwillinge. Die. Ja. Effert ist etwas weit entfernt, da kann ich mir schon einen Schluck genehmigen. Und dann schaut sich Everdaus mal nach den hübschen Frauen des Dorfes um und möchte da gerne eine betören. Welche Farben haben denn unsere Haare inzwischen? Ja, könnt ihr gerne mal auswürfeln. Braun, immer noch. Naja, Einfach ein dunkelblond. W20. Also ich hoffe, Effert aus, der hat mehrere solche Folienstreifen in den Haaren, dass der da irgendwie so Regenbogenfarben jetzt hat. Was will man W20? Kasim bekommt Limonengelb, wenn man so möchte. Ja, das Rindigian ist hat Grünlimone. Kaminrot. Und der Fadaios hat ein. Ja, es ist ein ziemlich unbefriedigendes. Was ist denn das für eine Farbe? Ocker? Ziemlich unbefriedigend. Also, Kasim und Wascha fällt das nicht auf, weil die farbenblind sind, aber allen anderen wird dann natürlich auch auffallen. Wirklich mit Tarn ist hier wenig. Mit den Haaren. Aber darum geht's im Dschungel ja eh nicht. Zumindest habt ihr das ja auch bei den anderen Maraskanern festgestellt. Gerade wenn die mit dem Hartholzharnisch umherlaufen, dann ja, sind die bunt bemalt und man kann sich damit wenig verstecken. Aber sie helfen gegen Tiere. Kasim geht mal zu Ephadaios. Ephadaios, was für eine Farbe ist bei mir rausgekommen? Ein sehr hübsches Kaminrot. Bitte? Limonengelb. Limonengelb. Sieht aus wie eine Zitrone. Ich meine, Rot wäre sicherlich keine schlechte Farbe, wenn man hier nicht auffallen möchte. Oder wie ein Pilz, wenn du dich ausziehst. Weißer Stängel, oben gelb. Guck mal an sich runter. Ja. Wenn wir irgendwann uns in der Wüste tarnen müssen, habe ich also einen Vorteil. Er grinst ein wenig. Ja. Ich finde die Ich müsste Farbe mich gut. nur ein Schau dir bisschen doch Kopf mal meine eingraben. Haarfarbe an. Er bietet sich einmal vor den Augen her. Ich sehe alles in Grauabstufungen. Aber warum? Keine Ahnung. Alles hat seinen Preis. Ich wurde mit einer magischen Begabung geboren. Sehe aber keine Farben.
Das ist irgendwo ein Geben und ein Nehmen. Wie, du hast in deinem Leben noch nie eine Farbe gesehen? Doch, ich weiß, wie Rot aussieht, wenn ich magische Dinge analysiere. Zumindest hat man mir gesagt, dass es rot sei. Also, dann lass mich das mal etwas umschreiben. Das ist eine Limone, das ist vermutlich die Mischung aus der Farbe von Gras und dem Priosmal. Ich habe tatsächlich einmal Farben gesehen, überlegt er gerade. Ein anderer Adeptus von meiner Akademie hat geschafft, bei dem Gedankenlesekantus sich so sehr zu verpatzen, dass alle das gesehen haben, was er sieht. Also, was er gedacht hat. Mann, dein Leben muss echt traurig sein, wenn du keine Farben sehen kannst. Ich stelle sie deswegen mir vor. So verbittert. Aber wie könnt ihr euch etwas vorstellen, von dem ihr nicht wisst, wie es aussieht? Wie gesagt, ich habe einmal Farben gesehen. Das war zwar hauptsächlich die Farbe von nackter Haut, aber... und rot. Ich versuch's zumindest. Mehr zu beschreiben. Aber da hat er recht. Wir müssen mal was tun, dass der Abend hier nicht so trist ist. Vielleicht finde ich irgendwann einen mächtigen Magier, der das beheben kann. Aber die Großmeister am Konzil konnten das nicht. Kasim, du denkst zu viel an deine Bücher und an deine Zaubersprüche. Schau dich doch mal um. Hier, die da drüben, die sieht doch so aus, als hätte sie ein gebärfreudiges Becken. Komm schon. Schubst Kasim mal in die Richtung. Mach dich an sie ran. Tanz eine Runde mit ihr. Sie hebt die Augenbraue. Du hast gesehen, wie ich tanze, oder? Oh Mann, das ist doch ganz einfach. Dann geht einfach daraus zu dem Mädel rüber und beginnt betörend anzutanzen. Ja, ich bin von den Zyklopeninseln. Da tanzt man so. Wenn ich sehe, wie er von da sich da zum Deppen macht, blicke ich mich mal panisch um. Wo ist denn meine Knappin? Die ist bei mir wahrscheinlich. Der bringe ich doch gerade schöne Sachen bei. Ja, wie tanzen denn die beiden Frauen? Schaffe ich. Eng umschlungen. In die Knie gehen, ineinander runter. Ich will ihr ja was zeigen, das heißt, ich werde quasi wahrscheinlich hinter ihr stehen, werde mit meiner Hüfte Bewegung machen und werde quasi ihr Becken so ein bisschen mitbewegen dabei. Das schaut sich quasi wesentlich lieber an, als wie sich Ephadaios zum Deppen macht. Ja, zwei herausragend aussehende Frauen, die da eng umschlungen miteinander tanzend. Die Hälfte des Dorfes amüsiert. Ja, warte. Das muss ich auch lernen. Ich muss mal kurz was würfeln. Ja, wie gesagt, der kleine Neugeborene wird dann auch herumgegeben. Ihr gehört quasi zur Familie. Man erzählt euch dann auch Geschichten, wie er später dann mal, wie sein Leben schon verplant ist. Weitere Grüße, die dann in alle möglichen Richtungen gehen von Aventurien, weil man da Verwandte hat, gerade in Kunchum, in Tutsak, in Tashogyn, wo auch immer man dann hinkommen könnte. Ihr wisst nach ungefähr 2 Stunden alles über jeden. Ich denn, Rodrigo fragt einfach mal nach, so jetzt neben einer Person, der da sitzt, was denn mit Ruhr- und Chorpriestern? Gibt's die hier? Ruhr- und Chorpriester sind in letzter Zeit selten geworden. Wann war denn das letzte Mal, dass wir welche hatten? Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Da kam sie mit Marzipan und hat ihn hergebracht. Wer sind sie? Emira Misabu. Eine Ruhr- und Chorpriesterin. Wo kommt sie her? Aus Sinoda oder so. Wir machten jüngst Bekanntschaft. Ja, natürlich. Jeder kennt Emira Misabu. Und sie fängt dann auch gerade an, so ein bisschen was aus ihrem Leben zu erzählen. Plaudert so munter drauf los. Oder gehört jetzt mal alles anzuhören. Ja, also das, was die wohl berichten, ist, dass sie die das letzte Mal vor 2 Jahren gesehen haben. Sie hatte da wohl dann diesen Marzipan mitgebracht. Die leben normalerweise ein bisschen weiter südlich. Er hatte wohl eher dann auf diesen Pass aufgepasst, wo dann auch die einzige Wegstrecke von Zuzak nach Boran führt. Da in der Nähe saß Marzipan und sie hatte ihn dann hier nach Norden gebracht, als es dann anfing mit diesen chaotischen Zuständen.
Und ja, seitdem hat man sie nicht mehr gesehen. Aber ja, wie gesagt, Rohr- und Rohrpriester, gerade hier in dieser Nähe dieses Gebietes, gibt es leider wenig. Ich beuge mich mal zu Rodrigo oder Prinigian, wer auch immer näher ist, hinüber. Tiramisabo wollte doch einen so einen Spinnenführer holen. Vermutlich wird das dieser Marziba gewesen sein. Rodrigo nickt. Und auf dem Weg hierher ist sie umgebracht worden. Und wer auch immer das dafür verantwortlich ist, ist ebenfalls in diese Richtung gelaufen. Ja, Rodrigo fragt man auch, ja, und wer sind so hier die neuesten Leute? Also natürlich außer jetzt dem kleinen Süßen. Und damit meint er natürlich den Säugling. Wenig. Wir haben quasi keine weiteren bekommen. Marzipa war der letzte. Es gab zwar nochmal den einen oder anderen Widerstandskämpfer, der hier einige Zeit gelagert hat. Aber die sind auch weiter in Richtung Westen gezogen. Die Muakiji Marasna. Sie wollten sich wohl dem Krieg der Hafayas oder gegen die Hafayas anschließen. Sie sind irgendwo in den Bergen verschwunden, aber das ist schon vielleicht ein Jahr her. Und wann sind die letzten Besucher hier durchgekommen? Besucher? Das waren die letzten. Ah, vor einem Jahr, okay. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Aber dann gesagt, Frosty, wir haben doch die ganze Zeit die Fußspuren verfolgt bis hierhin. Ja, aber die gab's, also bis zu diesem Dorf habt ihr die verloren. Also ihr seid an diesem Flusslauf gefolgt und irgendwann habt ihr die Fußspuren verloren. Kann vielleicht auch daran liegen, dass die dann durch das Gewässer einmal hindurchgegangen seid. Und dann ist quasi nichts mehr zu suchen. Also da kann ja, auch dann Magnus nicht mehr helfen. Nachdem Brindigian das sozusagen nochmal vielleicht Rodrigo gerade erklärt hat, so, dann scheint er sich auch so ein bisschen aufzulockern und scheint zum ersten Mal auch so ein bisschen zu lächeln. Von ihm fällt so ein bisschen jetzt gerade auch die Last ab, dass er jetzt gerade glaubt, dass hier vielleicht dann doch gerade kein Hinterhalt stattfindet oder möglich ist. Und ja, man sieht ja auch so ein bisschen lächeln dann jetzt hier auf der Feier zum ersten Mal. Also Jalan hingegen ist jetzt deutlich angespannter und blickt allenthalben in die umgebenden Dschungellandschaft. Und erwartet, dass sich jeden Moment die Pfeile auf uns hinabregeln. Würfel mal eine Sinnenschärfe. Du weißt doch, dass ich taub und blind bin. Ja, das ist mir egal. Ist da dein Ei? Na, okay, hat sich erledigt. Ich wollte gerade fragen, ob das Einäugig da schon mit reingerechnet ist. Das ja, macht, das macht rein rechnerisch eigentlich nichts. Das ist nur für den Bogen dort, ne? Ja, also. Nee, für Kurzentfernung, für irgendwie bis zu 10 Meter. Und wie da ist das und wie wichtig danach irgendwie nicht mehr, wie bei Sinnenschärfeproben oder so. Ja, und für Wurfwaffen. Ja. Ja, ein paar Tiere, ein paar Affen, die dann durch das Gebiet springen, aber wenig, also sehr, sehr wenig. Dafür, dass es ein blühender, lebender Dschungel sein sollte, oben weiter in den Bergen kannst du wenig sehen, da sind dann nur noch weitere Kakteen und ja, trist, wenig Leben. Rodrigo will auf jeden Fall ein wenig entspannen, er hat ja heute erst einen halben Tag gelaufen, will ganz gerne ein bisschen entspannen. Er will nicht weiter rumtanzen, weil er eigentlich ganz gerne körperlich fit sein möchte, um vielleicht hier eine halbe Nachtwache schieben zu können. Er titscht Jala an, von wegen hier, teilen wir uns die Nachtwache? Wir stellen auf jeden Fall doppelte Wachen auf. Gut. Machst du die erste Wache mit... Nein. Doch, machst du die erste Wache mit Myria? Und ich suche mir jetzt auch noch jemanden, mit dem ich die zweite Wache mache? Wenn wir so machen, ja. Alles klar. Man titscht mal Brindigian an. Brindigian. Willst du mit mir die zweite Nachtwache? Kann ich gerne machen. Glaubst du, hier droht Gefahr? Ich weiß nicht, aber ich will ganz gerne aufmerksam sein. Wir haben ja schließlich die Fußspuren verloren nachher. Und du weißt ja, dass hinter uns Leute her sind. Und wenn die hier hinkommen, möchte ich nicht, dass die Bevölkerung darunter leidet, nur weil wir von ihnen verfolgt werden, allein schon. Das ist richtig, da hast du recht. Gut, dann halte ich mit dir die zweite Wache. Gut. Dann gehe ich mich jetzt schon mal so ein bisschen vorher aufs Ohr hauen. Man fragt mal nach, ob man dich hier irgendwo hinlegen kann. Ja klar, also du bist Familienmitglied, du bekommst dann eine Hütte gewiesen, die anderen können da auch quasi auf dem Boden schlafen, wie es bei den anderen Maraskanern auch ist und dann ziemlich gemütlich auch, also ein bisschen urig vielleicht, aber da ihr könnt euch da dann... Mal ein paar Stunden vorschlafen. Ja, ist okay. Vorher nochmal gemütlich und nochmal gemütlich jetzt hier austreten gehen und dann eben gucken, dass er vielleicht eine Kleinigkeit trinkt und sich dann hinlegen. Gut. Die Zeit vergeht und nach kehrt ein bisschen Ruhe in das Dorf ein. Einige sitzen noch weiter an diesem Lagerfeuer. Es wird dann auch gegessen, wenn man denn möchte. Auch Wasser wäre da, was dann abgekocht ist aus diesem Fluss.
sodass ihr dann ein weiteres Mal eure Flaschen mit richtig sauberem Wasser füllen könnt. Das Essen ist scharf und süß wie immer, aber es ist fast eine Wohltat, besser als Fledermäuse oder irgendwelche anderen Käfer. Weitere Geschichten, die ausgetauscht werden, und dann beginnt die Nacht. Dann so, die erste Nachtwache ist dann Jarlan und Anhang. Jarlan und Anhang, wer ist der Anhang? Hyria. Also während wir da sitzen, vermutlich an irgendeinem Feuer. Und ich erkläre, die Maraskaner machen keine Nachtwache, weil hier ist ja quasi wenig, was einem, außer der wilden Natur, die dann halt wieder reinwächst, aber ansonsten fürchtet man den Dschungel nicht so sehr. Würfel mal ein W20. Verdeckt? Nee, einfach so. Moment, ich glaube, das waren W40. Ne, das waren W20. Also wir sitzen da, ich erkläre ihr nochmal, wie sie ihr Schwert am besten zu schleifen hat. Starre allenthalben in den Dschungel rein, auch wenn ich in dieser Finsternis so gut wie nichts mehr sehen kann. Augenpaare, die dich anstarren. Und zwar zwei Augenpaare. Du überlegst kurz, ob du jemandem Bescheid sagen sollst. Die bleiben ziemlich lange dort an der Stelle abgekauert im Busch. Und dann kannst du sehen, wie die Maraske angetippelt kommt. Zusticht, es gibt zwei Geräusche, jaulen wie von einer Katze. Dann ist es wieder still. Eine Katze? Aber ihr lebt doch. Ja, warte mal kurz hier. Taste mich mal mit einem Stock, der hier irgendwo rumliegt, in die Richtung vor. Also du gehst in den maraskanischen Dschungel hinein. Moment, wie weit waren die Augenpaare weg? Ich dachte, die saßen irgendwie so direkt am Dorfrand. Ja, da am Waldrand. Ja, dann warte ich erstmal lang und gemächlich, bis die Maraske weg ist. Ich wollte gerade sagen. Die tippelt dann irgendwann ziemlich entspannt wieder um das Dorf herum. Kannst dann so einen kleinen Kreis um sie herumlaufen. Nicht, dass du dann da zu weit hineingehst. Und ja, guckst in den Busch. In den Busch selber ist nichts gezogen, nur Waffen. Gehst vielleicht noch 2-3 Schritte hinein und kannst dann sehen, wie dort eine ziemlich große Katze liegt. Das hast du so noch nicht gesehen. Ich muss gerade nochmal die richtige Größe einstellen, weil so groß ist der Paar da nicht. Aber auf alle Fälle kannst du eine große Wildkatze erkennen. Rückenhöhe geht sie vielleicht bis zu deinem Bauchnabel, vielleicht noch ein bisschen größer. Das muss wohl eine dieser Tiere sein. Das Gebiss ist unglaublich scharf. Du kannst aber auch eine eitrige Wunde sehen, die sich gerade am Rücken dieses Tieres ausbreitet. Das Tier liegt zuckend am Boden und verendet gerade qualvoll, blutet aus. Ich stupse das Tier nochmal mit meinem Stock an. Denke einen Moment lang drüber nach, ob man da nicht was Essbares rausholen könnte. Aber wenn ich diese Wunde sehe, überlege ich mir das schnell anders. Geh wieder zurück zum Feuer. Du hast sowas tatsächlich schon mal gesehen, weil der Djinn, den Kasim beschworen hat, hat eine ähnliche Form. Nur das aus ist Feuer. Richtig. Stimmt. Wahrscheinlich Ed noch einen Ticken größer, aber. Aber wie gesagt, Brindisian schärft uns immer wieder ein, dass alles hier irgendwie giftig ist und wir es nicht in den Mund nehmen sollen. Also wird das gelassen. Lasse ich mich wieder ans Feuer. Verbringe die restliche Stunde oder wie viel ich noch habe, bis Rodrigo dann aus dem Schlaf geweckt wird. Gut. Rodrigo macht mit. Was, wie? Mit wem machst du Nachtwache? Predigia. Ich mache Predigia, genau. Dann ziehe ich mich gemütlich an und kontrolliere nochmal meinen Rucksack am Lagerfeuer. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Und räume das dann alles aus, räume das alles wieder ein und betreibe ein bisschen Waffenpflege und ein bisschen Rüstungspflege. Hier Schildpflege. Rüstung habe ich gar nicht an. Mitgenommen. Und genieße gerade so ein wenig nochmal die Ruhe. Wenn ich das gemacht habe, dann sitze ich da wieder ganz aufmerksam und schaue mich immer so ein bisschen um. Ja, Brindisia wird erstmal so ein bisschen so durchs Dorf gehen, beziehungsweise so außen rum. Also nicht bis zum Dschungelrand, aber mal so eine kleine Runde gehen. Ein paar Minuten und setzt sich dann auch wieder ans Feuer zu Rodrigo. Ein W20, bitte. Ja, nur das Zirpen der Grillen ist zu hören. Die Pader sind schon tot. Return of the Pader. Tierkunde einmal bitte. Könnt ihr beide würfeln?
Ich habe keinen Maraskan-Kund, ich bin, ich könnte das Schwert sein. Oder für ihn sogar noch erleichtert, je nachdem, wie man es dreht. Ja, Printigian ist klar, das ist keine Grille, das ist auf alle Fälle eine Praios-Anbeterin. Das kann man am Zirpen erkennen. Und zwar eine, die wohl aus Synoda kommt. Die synodischen Sonnenanbeterin. Ganz klar zu hören an dem Zirpen, an dem Klackern der Füße. Sind sehr selten hier, habe ich auch gehört. Es ist ja überraschend, dass man die hier trifft. Erzähl mir doch sowieso ein bisschen was über die Tiere. Ich glaube, was über Tiere zu wissen, ist grundsätzlich nie verkehrt. Und so hört Rodrigo Bredidel immer wieder zu, wenn er sich mal zwischendurch umguckt, über die Tierwelt. Nicht nur über den Maraskanischen, sondern allgemein, was er weiß. Er scheint ja ein sehr großes Wissen zu haben über Tiere. Und da wird Rodrigo sein Wissen ein wenig vertiefen lassen durch Brindigian. Ja, also Brindigian ist ja generell sehr gesprächig. Also der erzählt ja, was du hören willst und wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Und ja, lässt ja, fragt dich dann auch ein bisschen aus, ja, zur Gegend, wo du herkommst. Aus Salem hast du ja erzählt, wie das da so ist. Und ja, die Temperaturen sind oft so ein bisschen ähnlich. Es ist schwülwarm, es ist ganz hohe Luftfeuchtigkeit, aber naja, der Dschungel und der Sumpf ist eben anders. So, da muss man eher darauf achten, dass man nicht irgendwo ertrinkt oder in ein Schlammloch fällt oder dass man irgendwas für einen Weg hält, obwohl es in Wirklichkeit nur Wasser war, wo so Pflanzen drauf wachsen, die dann, wenn sie ganz ruhig da liegen, aussehen wie ein Weg. Nachts muss man aufpassen auf irgendwelche leuchtenden Dinger, Irrlichter oder so heißen die. Wenn du denen zu nahe kommst, dann locken die dich in den Sumpf. Warum, weiß ich nicht. Die Dinger sollen verflucht sein, sagen die Seefahrer und die ganzen Leute, die sie alle irgendwie da kennen. Also, ja, manchmal gibt es auch irgendwelche Moorleichen. Irgendwelche Leute, die wohl ertrunken sind im Dschungel, im Sumpf und dann eben teilweise wohl wieder auferstehen, um die Lebenden sozusagen auch zu töten. Ja, du merkst, wie die Printigian wohl gerade gar nicht mehr zuhört. Was ist los, Printigian? Was machst du? Die scheint ein bisschen nachdenklich zu sein. Die Sonnenanbeterin, wo ich dir gerade erzählt habe, dieses Zirpen. Ich überlege gerade, wie die hierher kommt. Die gibt es eigentlich nur in Synoda. Merkwürdig. Dann haben wir wohl Leute aus Synoda hier, oder? Es könnte vielleicht sein, dass Emira Misabo entweder solch ein Tierchen hat. Das wollte ich auch gerade sagen, aber ich habe nie ein Tier bei ihr gesehen. Ja, so eine zirpende Grille kann man doch locker flockig auch in der Tasche tragen, oder nicht? Aber man hätte sie vielleicht auch hören können auf dem Weg. Aber das kann natürlich sein. Vielleicht hat sie sich irgendwo in ihre Kleidung eingenistet. Dann sollen wir mal gucken, ob wir das Tier finden. Lass uns doch mal dorthin gehen, oder? Ja. Hier passiert ja sowieso nichts. Rodrigo schnappt sich Schild, zieht die Streitaxt. Schau zu dir, du machst ein bisschen Licht und ich schütze uns. Ja, Brindigian lässt seinen Stab aufleuchten und geht dann Richtung der Stelle, wo dieses Zirpen herkam. Sinnschärfe hören. Von beide, ja, ne? Ja, klar. Wenn jetzt beide nach so einem Tier sucht. Ich glaube, ein Stück weiter rechts müssen wir noch. Ja, du hast recht, lass uns da mal sehen. Ah, verändert sich auch. Ihr geht zu der Stelle, wo das Zirpen eben herkam. Jetzt sitzt sie woanders. Wieder in die Richtung. Scheint euch auszuweichen. Okay, hey, aber komm. Schaffen wir es trotzdem irgendwie näher zu kommen, oder? Ja, immer wenn ihr in die Richtung geht, von dem das Klacken kam, könnt ihr bemerken, dass sich das Klacken wohl verändert hat, aus einer anderen Richtung kommt. Also entweder von euch weg oder euch ausweichend. Dann ist es irgendwann weg. Also eben saß sie noch direkt in der Dorfmitte. Dann hört sie einfach auf zu zirpen oder zu klackern mit ihren Beinen und drüber zu reiben. Du weißt ja, wie so eine Sonnenanbeterin aussieht oder Gottesanbeterin. Muss sie ja irgendwo noch sitzen. Vielleicht sind es auch mehrere. Rodrigo, such du noch mal dort drüben, während ich hier suche. Lagerfeuer, ob da irgendwelche Schatten auf einmal sind. Leute, die uns dann vielleicht in den Dschungel locken und uns weglocken wollen. Ihr achtet mal ein bisschen. Nee. Keine weiteren Geräusche, nur noch das, ja, das Schlafen. Ihr achtet noch ein bisschen weiter drauf. Kein Schnarchen. Eher Gestammel. Ja, von, na, nicht unbedingt von den Maraskanern, aber
von eurer Gruppe, wenn ihr mal so an der einen oder anderen Bastmatte lauscht. Pascha ist wohl auch gerade dabei, hat die Schlange in ihren Arm gekuschelt und murmelt gerade irgendwas. Nein, nicht. Irgendwie sowas, als ob sie Albträume hätte. Und bei den anderen eben auch so. Denk dran, ich bin auch Schlafwandler, falls ihr hinlaufen soll. Haben wir Albträume? Von Dijan? Hörst du das schon? Sieht fast so aus, oder? Alle auf einmal? Man geht mal jetzt hier, man hockt sich mal neben jetzt hier, neben Wascha ab und fühlt mal auf ihrer Stirn sanft, ob sie irgendwie vielleicht ganz heiß ist oder so. Ja, Wascha, du bist und wach. Und bin ich heiß. Und dann fühlt man mal sozusagen daneben, geht mal zu Ephadaios, kniet sich ja, da Wascha mal wird wach. Alles in Ordnung? Dann siehst du vielleicht den Rücken gerade und er zieht die Hand von Ephadaios, wo er gerade auch auf die Stirn fassen wollte, zurück und schützt richtig Wascha. Irgendwie. Er kommt erstmal, geht erstmal in der Hocke sozusagen zwei Schritte wieder auf dich zu, so im Händengang. Mhm. Du siehst, wie er da sozusagen die Axt im Axtgehänger hängen hat, aber das Schild ganz normal am Arm festgebunden hat. Ich weiß nicht, irgendwie. Hast du Albträume? Die erscheinen alle, guck mal. Ja, im Moment auch. Und auch Rodrigo zeigt auch den nächsten. Hast du Albträume gehabt? Sag bloß, ich bin schon wieder durch die Gegend gelaufen. Guck dich an. Nein, gelaufen nicht, aber du hast Albträume, glaube ich, gehabt oder so. Und ich bin nicht sicher, was mit Anna ist. Ja, Vorsicht, was habe ich denn geträumt? Und ich hatte deine Stirn gefühlt und du warst ganz heiß, deswegen wollte ich gerade beim nächsten die Stirn fühlen. Ob das hier irgendwie eine Sache ist, die hier häufiger ist. Trondrigo zuckt irgendwie die Schultern. Wie gesagt, Frosty, was habe ich denn geträumt? Ja, habe ich dir geschrieben. Achso. Es sind merkwürdige Wesen hier. Ich habe geträumt, mich hätte ein großes, bestimmt 3 Schritt hohes Insekt gefressen. Ja, man geht mal zu Ephadaios und bleibt mal, nickt dir mal zu. Ich schau mal nach den anderen. Und geht dann den Bartschlaggang zu Ephadaios und wartet mal neben ihm kurz, ob er auch unruhig schläft, indem er sozusagen ihm sozusagen, ja, direkt sozusagen ins Gesicht schaut und einfach mal wartet. Gibt's da eine Ansage von dir, Frosty? Also, du schläfst ziemlich schlecht und unruhig und wenn du einen riesigen Schatten über dir aufragen siehst, wirst du auch wach davon. Kann er nicht sehen, im Zelt ist es doch ziemlich dunkel. Ja, so je nachdem, halt Schatten oder nicht, aber du kannst auch wach werden. Also, da jetzt keine, okay, Ansage. Warte, ich mach mal eine Sinnenschärfe. Ja, mach einfach. Für schlafend? Nee. Lachs. Und man geht einfach so zum nächsten und schaut sich das Ganze auch da an, ob die auch alle so unruhig schlafen. Ja, es wirkt sich nur auf eure Gruppe aus. Du siehst es natürlich auch dann bei Geron, der dann auch sehr unruhig seine Hände kurz abwehrend erhebt, dann wieder senkt. Nein. Man geht wieder zurück zu Brindijan. Brindijan, was ist denn los? Haben alle schlechte Träume? Glaubt ihr, wir sind krank? Soll ich untersuchen? Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist das die Umgebung. Vielleicht zieht das an meinen Nerven. Also, vielleicht sind die Nächte besonders gefährlich für die Seele. Und Rodrigo zuckt ein wenig den Schultern. Soll ich mir die Leute mal anschauen, ob sie irgendein Dschungelfieber haben oder so? Ich glaube nicht. Glaube eher, dass irgendwas vielleicht die Träume vergiftet. Glaube ich auch. Ich werde mal versuchen, das herauszufinden, ob es etwas Magisches ist. Tu das, Dijan. Ich stelle mich dann mal. Die alle in einem Haus? Schlafen die alle in einem Haus? Wenn ihr das wollt, geht das. Okay, dann will ich das so. dann stelle ich mich mal irgendwo hin, wo ich das Zimmer überblicken kann. Und spreche dann den Zauber, den Rodrigo auch schon mitsprechen kann. Odem Arcanum Senserei geht hier ein Hauch von Zauberei. Also mit so einem Sichtkegel mache ich den. Lass mir da Zeit bei.
Ja, plus 7 für die... Ne, nehm die plus 2 für Umgebung, die ich Sicht gehe. Der Sichtbereich macht plus 2, Umgebung plus 7. Ja, aber Umgebung ist ja, dass es länger anhält, das kannst du im Kampf ganz gut gebrauchen, ansonsten brauchst du es nicht so. Umgebung plus 2 reicht vollkommen aus, es hält 2 Kampfrunden lang an. Das sind nur 6 Sekunden, aber 6 Sekunden reichen dir aus, um zu sagen, ah, hier ist überall, alle möglichen Leute leuchten ja magisch auf, weil da magische Effekte auf sie wirken. Ja, aber Sichtbereich ist günstiger und sehe ich alles. Sichtbereich ist nur plus 2, deswegen. Umgebung plus 7. Ja genau, nimm die plus 2 Variante, das meinte ich. Ja genau, die mache ich. Ist das, stimmt, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber das Wasch ist auch. Das erste Mal, dass das dann jetzt passiert. Aber ja, von daher, es läuft ja schon die ganze Zeit durch mit. Ja, glaub, oder? Wenn ich Zeit lasse, ist glaube ich sogar noch um einen erleichtert. Als Gildenmagier glaube ich als sogar Gildenmagier zwei. Als Gildenmagier kriegst du 4 Punkte Erleichterung durch sogar? Zeit lassen. Als Gildenmagier, ja. Weil die Gildenmagische Repräsentation dann nochmal einen mehr gibt als alle anderen bei Zeit lassen. Deswegen bist du bei 2 Punkten Erleichterung für doppelte Zauberdauer und ja. Den... Und deine Sterne werden jetzt am Ende halbiert, die du hast. Hast du 6 Sterne übrig, weil du ja einen Sichtbereich machst. Damit werden die automatisch halbiert, die Effizienz der Sterne. Also wenn da Erschwernisse kommen, werden die jetzt zuerst abgezogen, danach wird halbiert, und aber am Ende wird halbiert. Gib mir mal eine Sinnschärfe, erleichtert um 11. Oha. Ja, die Erschwernis, also die Erschwernis, die ich dir jetzt gebe, die ist, werde ich nicht verraten. Also vor dir glimmt Wascher, vor dir glimmt Erfata Hyos, Kasim leuchtet und du kannst aus einer kurzen Bewegung etwas erkennen. Du siehst eine kleine Gottesanbeterin, die an der Tür steht und dann verschwindet.